Hallo, mein Name ist Martina Kirchner. Ich bin Physiotherapeutin, Heilpraktikerin. Ich habe etliche Kurse an der Volkshochschule, Wirbelsäulengymnastik, Ausgleichsgymnastik, auch Yoga. Und ja, jetzt heute wollen wir einen kleinen Online-Kurs machen. Der Kurs ist diesmal mit Therabändern. Therabänder gibt es verschiedene Farben erstmal. Es gibt auch noch andere Farben. Es gibt zum Beispiel vielleicht für Anfänger Gelb ist ganz leicht, dann gibt es Rot und dann gibt es Grün. Also Rot ist Mittel und Grün ist dann so für die gut Trainierten. Ich sage immer, Theraband ist ein kleines Fitnessstudio, weil wir durch die Farben die Kraft schon mal einstellen können. Und wir können auch durch die Längeneinstellung beim Üben die Kraft auch noch erhöhen. Also das werdet ihr dann gleich sehen. Ich kenne das auch von meinen Teilnehmern, dass das Band gerne ganz locker genommen wird. Das ist dann wenig Kraft. Und umso enger wir das Band nehmen, umso mehr muss man natürlich arbeiten. Gut, bevor wir anfangen mit den Therabändern, machen wir noch eine kleine Aufwärmübung. Wir fangen an abwechselnd die Zehen rechts, links aufzusetzen. Wir nehmen dann langsam die Schultern auch mit nach hinten, kreisen sie nach hinten, abwechselnd rechts, links, 1, 2, 3, 4, 5. Wir kreisen nach vorne, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann gehen wir seitlich, drehen den Oberkörper mit, schauen auch den Händen hinterher, 1, 2, 3, 4, 5. Und nochmal rechts, links kreisen, nochmal abwechselnd rechts, links die Schultern. Und beenden dann die Aufwärmübung und schütteln Arme und Beine aus und nehmen dann uns ein Theraband. Ich nehme das rote. Das ist so die mittlere Stärke, habe ich ja auch davor erklärt. Oder wir nehmen das Theraband, wir legen das in unsere Handflächen. Die Enden sind ungefähr gleich lang. Jetzt ziehen wir die rechten Fingerspitzen zu uns ran und gehen zwischen den beiden Enden durch. Wickeln das Band einmal um unsere Hand. Links machen wir das genauso. Linke Fingerspitzen werden zu uns rangezogen und zwischen den beiden Enden, hängenden Enden durch. Jetzt sollte das Band so breit sein, dass es ungefähr körperbreit ist. Dadurch haben wir nämlich auch schon ein bisschen Spannung. Wir können es natürlich auch jetzt locker haben, aber das ist dann bei der Übung zu locker. Wir stellen die Handflächen auf, Daumen zeigen nach oben. Die Ellbogen sind fester am Körper, da bleiben sie auch, die gehen nicht weg. Die sind immer fester am Körper. Und jetzt die Daumen fangen mit der Bewegung an und wir gehen nach außen. Bei dieser Übung kommt wieder der Brustkorb nach vorne. Brustkorb wird gedehnt und die Schulterblätter werden hinten feste zusammengezogen. Und wir lösen wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Und locker lassen.
Dann nehmen wir das Band. Jetzt nehmen wir es einfach ganz locker in unsere Hände. Da könnt ihr jetzt auch wieder die Stärke oder die Anstrengung einstellen, indem ihr das Band entweder kürzer nehmt oder länger. Ich nehme es wieder so körperbreit und wir ziehen einfach jetzt ganz feste nach außen das Band und lösen wieder. Bei dieser Übung ist wichtig, dass ihr nicht die Schultern nach oben zieht und feste auseinanderzieht. Das ist irgendwie so, da muss man so gucken, wie kurz kann ich es halten, dass es noch anstrengend ist, aber wir nicht so dastehen. Das wäre jetzt falsch. Ne? Also, wir stehen mit lockeren Schultern und ziehen ganz elegant auseinander. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und da können wir auch mal halten kurz. Das Atmen nicht vergessen. Und lösen. Schultern lockern. Jetzt möchte ich, dass ihr das Band wirklich kurz nehmt. Kurz ist ungefähr, naja, ich würde mal sagen, 15 cm. Bei vielen ist kurz auch so. Das ist nicht, es soll wirklich kurz sein. Wir strecken die Arme. Und wirklich strecken die Arme. Die Oberarme liegen an den Ohren. Und jetzt ziehen wir das Band auseinander, kommen in rechten Winkel und das Band kommt, also sollte nur an den Hinterkopf kommen. Und hinten ziehen sich da wieder die Schulterblätter zusammen. Ihr seht, die Arme zittern schon, die müssen arbeiten. Und wieder lösen. Da müsst ihr einfach ein bisschen variieren. Ihr könnt auch weitermachen und schauen, ob ihr dann besser in den rechten Winkel kommt. Und lösen. Eins. Schulterblätter. Richtig nach unten ziehen. Zwei. Drei, vier und fünf. Und langsam wieder lösen. Arme ausschütteln, tief durchatmen. Und dann nehmen wir das Band hinter uns. Da ist auch wieder wichtig, kurz das Band. Bei der Übung kreisen wir die Schultern nach hinten. Und es geht jetzt nicht darum, ich zeige es euch nochmal, dass wir die Arme so weit wie möglich nach außen kriegen. Nein, das ist falsch. Wir machen das Band kurz, weil wir gar nicht so weit auseinander gehen wollen. Es geht wieder darum, dass die Schultermuskulatur aktiviert wird. Die wird nicht aktiviert, wenn wir das hier machen. Ja, das bringt nicht so wahnsinnig viel. Und jetzt eben wieder wichtig, Schulterblätter müssen hinten sein und kurzes Band und kleine Bewegung, aber anstrengend. Eins, zwei, drei, vier, fünf und man kann es nochmal halten, atmen nicht vergessen und lösen, wieder lockern. Jetzt nehmt ihr das Band diagonal, rechts oben, links unten, so wie ihr vielleicht nach dem Duschen ein Handtuch habt und da euren Rücken trocken ruppelt, so habt ihr das Band hinter euch. Jetzt wieder kurz, das heißt rechts oben ist die Hand an der Schulter und links ist sie so weit wie möglich hinten, ja? Und dann fangt ihr an, diagonal das Band auseinanderzuziehen und wieder lösen. Eins, zwei. Auch wichtig, nicht so die Übung machen. Ja? Auch falsch. Diagonal zur Seite. Drei, vier. Und fünf.
und lösen. Lockern. Immer das, also nicht vergessen, die Schultern zu lockern. Das ist viel Arbeit für hier oben. Und man neigt da auch sehr dazu, sich zu verkrampfen und deshalb immer wieder kleine Lockerungsübungen einbauen. Jetzt machen wir die andere Seite. Denkt wieder dran, kurz die untere Hand so weit wie möglich nach Richtung Brustwirbelsäule. Und wir ziehen wieder auseinander. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Wunderbar. Und wieder lockern. Bevor wir auf den Boden gehen, machen wir noch eine große Übung. Und zwar stellen wir uns mit beiden Beinen auf das Theraband. Rechts und links solltet ihr das Theraband ungefähr gleich lang haben. Jetzt kreuzt ihr das Theraband vor eurem Körper. Ihr wickelt das Theraband rechts, links so um die Hände, dass da auch ein bisschen Spannung ist. Ja? Dann haltet ihr das Ganze und jetzt gebt ihr euer Gewicht auf das rechte Bein und hebt das linke ab und bringt es nach außen. Zehenspitzen zeigen nach vorne. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Gut, und wieder lockern. Tief durchatmen. Und die andere Seite. Das Gewicht auf das linke Bein geben und nach rechts außen. Wer noch ein bisschen mehr trainieren will, kann auch nicht den Fuß absetzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und lockern. Mal die Seiten ausklopfen, tief durchatmen. Gut, dann steigern wir das Ganze noch ein bisschen. Es wird jetzt hochakrobatisch, ein bisschen auch was für das Gleichgewicht. Ihr könnt jetzt ein bisschen länger das Band nehmen. Ihr bringt jetzt den rechten Arm nach oben und das linke Bein nach außen. Ne? Eins, zwei, drei, vier, öffnen, strecken, fünf und lösen. Dann machen wir noch die andere Seite. Linken Arm nach oben strecken. Rechtes Bein absetzen, anheben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und lösen, lockern. Sich entwickeln, aus dem Band aussteigen und wir gehen auf die Matte. Wir setzen uns erstmal auf die Matte. Wichtig jetzt, dass ihr das Band nicht verwurschelt habt, sondern es sollte schön ausgebreitet sein, das Band. Ihr nehmt das Band und legt es an den Hinterkopf. Nicht an die Halswirbelsäule, das ist unangenehm. Es sollte der Hinterkopf sein. Ihr nehmt mit einer Hand beide Bänder zusammen und legt euch jetzt auf den Rücken. Die Beine sind aufgestellt. Jetzt habt ihr das Band wieder in beiden Händen. Die Übung kann man übrigens auch mit einem Handtuch machen. Das Handtuch zusammenrollen, hinter den Kopf legen, beide Enden nehmen und dann kann man eben mit Theraband oder Handtuch mit Hilfe dieses Therabands
den Kopf anheben und die Bauchmuskeln trainieren. Das ist insofern eine ganz gute Übung, weil durch die Stütze des Bandes ist die Halswirbelsäule so gut wie möglich entlastet. Und so hoch, ihr könnt euch so hoch ziehen, wie es geht. Eins, wir atmen aus, wenn wir hochkommen, und atmen ein, wenn wir ablegen. Zwei, drei, vier, fünf und lösen. Beine nochmal ausschütteln. Soll ich vielleicht eher so ein bisschen schräg? Das müssen wir jetzt rausschneiden, damit sie mich besser sehen. Oder? Okay. Jetzt gehen wir mit dem Band noch ein Stückchen weiter runter. Das Band kommt jetzt unter den Achselhöhlen nach vorne. Ihr nehmt es in der Mitte zusammen, das Band. Wickelt es jetzt um die rechte Hand. Die linke Hand kommt hinter den Kopf, um auch wieder die Halswirbelsäule maximal zu unterstützen. Ihr zieht die Fersen so gut wie möglich zu euch ran. Ihr habt das Band jetzt um die rechte Hand gewickelt. Und wir machen jetzt schräge Bauchmuskeln. Wir führen die rechte Hand mit dem Band nach links außen zu dem Knie, zu dem linken Knie. Eins, zwei, drei, wieder ausatmen beim Hochkommen, einatmen beim Ablegen. Vier und fünf und lösen. Ihr könnt auch mal die Bauchmuskeln ein bisschen ausklopfen, tief durchatmen und dann wechselt ihr die Seiten. Wickelt beide Bänder um die linke Hand. Rechte Hand hinter den Kopf und wieder mit Unterstützung der rechten Hand hebt ihr den Kopf ab und führt das Band jetzt rechts außen zum rechten Knie. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und entspannen, Bauchmuskeln nochmal lockern, Schultern lockern. Ihr umfasst das rechte Bein mit beiden Händen, streckt das linke Bein aus und kommt zum Sitzen. Setzt euch in den Längssitz. Ihr setzt euch wieder gerade hin. Wir machen das Band um die Fußsohlen. Wir haben das Band wieder in beiden Händen. Wir ziehen uns hoch und sitzen jetzt mit gerader Wirbelsäule da und bringen das Band seitlich an uns vorbei. Ja? Eins, zwei, drei, vier, fünf und lösen. Stützt euch hinten ab, schüttelt die Beine nochmal aus, atmet tief durch. Noch eine Übung? Okay. Bei der nächsten Übung und auch bei der letzten Übung schon machen wir ein bisschen was für die Rotation, Wirbelsäulenrotation. Sprich die kleine Muskulatur an der Wirbelsäule an, ist ganz wichtig für die Stabilität. Ihr nehmt das Band in beide Hände, faltet die Hände wieder um das Band. Es sollte auch wieder Spannung haben. Ihr seid aufgerichtet, Zehen rangezogen und jetzt dreht ihr euch mit der Hüfte. Hier fangt ihr auch an. Es ist nicht so, dass ihr nur den Kopf dreht, sondern die ganze Hüfte geht mit und ihr zieht das Band an euch vorbei. Eins, zwei, drei,
4. Anstrengende Übung, werdet ihr merken. 5. Kurz nochmal entspannen. Lockern. Tief durchatmen. Und dann wechseln wir die Seiten. Wir können uns ja in beide Seiten drehen. Gut, und jetzt nach links. Und der Bauch geht immer mit. Das ist zwar nicht so eine große Bewegung, aber der geht mit in die Rotation. 1, 2, 3, 4 und 5 und lösen und lockern. Stützt euch hinten ab und lasst die Beine mal so nach rechts und links fallen. Einfach ganz locker hin und her drehen. Ganz entspannt. Der Atem fließt ganz ruhig. Und dann kommt ihr zum Ende langsam. Ihr könnt euch wieder ein bisschen hinlegen und euch noch ein bisschen entspannen. Dankeschön und vielleicht bis zum nächsten Mal.